Herzlich willkommen im Richard-Rother-Haus in Frühstockheim. Mir gegenüber sitzt Hubert Henneberger, einer von 4.000 bis 5.000 sehr, sehr guten Finanzexperten in Deutschland. Und mein Name ist Michael Herbert, Radio Etwashausen. Habe selber 25 Jahre Erfahrung als Steuerberater. Und heute wollen wir mal darüber reden, dass sich in den letzten 30 Jahren doch sehr viel verändert hat, außer das Sparverhalten des deutschen Michels. Das ist immer gleich geblieben, Hubert, richtig? Hat sich nichts geändert. Guten Tag zusammen und ich freue mich, dass wir wieder mal ein paar Minuten uns die Zeit nehmen können. Es ist in der Tat so, ich mache jetzt 30 Jahre Finanzberatung, war vorher in der Erwachsenenbildung der IHK Würzburg-Schweinfurt als Leiter der kaufmännischen Erwachsenenbildung. Und wenn ich überlege, dass wir in den 80er Jahren eigentlich noch gar keinen Computer, kein IT und keine Hilfsmittel in aktueller Form hatten. Ich hatte 4 Sekretärinnen, die tagsüber dann ihre Zertifikate geschrieben haben, aber bei 20 Teilnehmern 20 Mal das gleiche Zertifikat. Wir hatten am Anfang der 80er Jahre eine normale Schreibmaschine. Dann kam das nächste Highlight mit einer Kugelkopf. Und das allerhöchste war dann eine Kugelkopfmaschine mit einem einzahligen Display. Und wenn man jetzt mal heute schaut, dass im Handy, was da für Technik drin ist und was da für Möglichkeiten drin sind, und wenn ich überlege, wie sich aus meiner Sicht die Finanzdienstleistung und Finanzberatung die letzten 30 Jahre total verändert haben, gerade in Richtung IT. Es kam dazu Pflege, es kam dazu jetzt aktuell und immer aktueller jeden Tag Infrastruktur, Impact Investing, also alles so, was aktuell wirklich in der Pipeline steckt und was von der Politik, man sieht in Herrn Söder auf dem Dach von Solar stehen und sagt, das wollen wir in Zukunft noch ganz arg befördern. Und dann lese ich da vor 2-3 Tagen mal wieder einen Artikel in unserer regionalen Zeitung, wie Corona sich aufs Konto auswirkt und die Vorschläge, die da gemacht werden, eigentlich genauso antiquiert sind, wie sie immer waren. Ja. Geh ein bisschen in Gold, geh ein bisschen in Aktien, da fragt sich aber jeder normale Sterbliche, ja, was für Aktien sind denn dann die für mich richtigen? Ja. Es hat sich auch so viel verändert, dass man sagen kann, dass jeder Kollege, der die Qualifikation hat, wie wir sie bei uns im Hause auch haben, natürlich ganz eigene Erfahrungen in seinem Bereich gemacht hat und die Portfolios der einzelnen Kollegen, die mindestens auch diese Qualifikation haben, natürlich auch anders ausschauen als bei einem selber, weil jeder hat über 30 Jahre seine Aktivitäten gemacht, aber es kann eins nicht sein, dass man sagt, was vor 30 Jahren gut war und gut gelaufen ist durch 6, 7, 8% Sparzinsen, die wir damals hatten, und dann auch eine Renten- oder Kapitalversicherung wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist und sehr gut war, und wir seit über 10 Jahren jetzt Nullzinsen haben, wo ich sage, ja, aber eine Kapitalversicherung ist halt mal mit 80, 85, 90% in Staatsanleihen investiert, dass ich dann sage, wenn sich dieses Produkt dann noch einmal verstärkt im Markt, ich will nicht sagen, dass ich die Krise kriege, aber es ist schade, dass die Beratungsleistung, wo auch immer die herkommt, in die absolut falsche Richtung geht, weil ich bin hundertprozentig sicher, dass wir die nächsten Jahre keine Zinsen sehen werden. Ich habe ja als Steuerberater mich damals auch sehr engagiert in dem Bereich Finanzen, weil ich es nicht mehr mit ansehen konnte. Ich habe auch einen sehr guten Berater damals an meiner Seite gehabt. Ich konnte es nicht mehr mit ansehen, was die Banken mit meinen Mandanten da veranstaltet haben. Ne? Also die haben denen Produkte verkauft, Bausparverträge, Prämien, Unfallrückgewehrversicherungen und weiß der Kuckuck was alles. Die Lebensversicherungen, erinnere ich mich noch, die sie verkauft haben, die haben nach dem Rückkaufswert in 20 Jahren immer noch eine Minusverzinsung erbracht. Ja? Ich konnte es nicht mehr mit ansehen und wir haben damals auch intensiv beraten und ich habe auch einen sehr, sehr guten damals Berater an meiner Seite gehabt und das macht halt schon einen Unterschied. Und man kann sich weder auf die Banken verlassen, noch kann man sich auf die Versicherungen verlassen, weil die verkaufen nur das, was fürs Haus gut ist und nicht das, was für den Kunden gut ist. Also wenn man das nochmal ein bisschen in den Blick, aber wir können das immer wieder mal ein bisschen im Einzelfall mal vertiefen, mal schauen, wie sich die letzten 10, 15 Jahre allein im Immobiliensektor verändert haben. Die Immobilien haben sich nahezu in vielerlei Regionen verdoppelt. Das heißt, die Preise haben sich verdoppelt. Das heißt, so viel kannst du
gar nicht schneller mitverdienen, als das, was die Preise angehoben sind. Ich habe jetzt wieder den Vergleich gehabt von irgendeiner Stadt, wo eine 100 Quadratmeter Wohnung 700.000 Euro kostet, plus 130.000 Euro Nebenkosten, also Notar und so weiter und so weiter. Und das kann man sich als Normalsterblicher nicht mehr leisten. Und wenn ich dann als Bausparer dann noch den Slogan mittragen kann oder darf oder muss, sichern Sie sich niedrige Zinsen, dann weiß ich nicht, was ich da mache. Es gibt ja mittlerweile schon Konten bei den Banken, die zahlen dir jeden Monat 0,5 ja, mit. Nee. Wie war das? Irgendwas du kriegst mehr raus, als du eingezahlt hast. Nein, du beantragst ein Darlehen und kriegst noch Zinsen bezahlt. Ja, ja. Kriegst noch was, dass du es nimmst. Geld, das ist ja. Also diese Entwicklung haben wir sehr, sehr stark im Moment. Und es gibt im Moment überhaupt keine Anzeichen dafür, dass sich das in den nächsten 4, 5, 6 Jahre in irgendeiner Form verändern könnte. Den jungen Leuten, muss man gerade mal von der Technik her mal erklären, die können sich gar nicht vorstellen, als ich mich 1990 selbstständig gemacht habe, da hat ein PC, ein einfachster PC hat 9.000 Mark gekostet. Ja? Ich kann nicht reden. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, die Speicherkapazität war 20 MB. Mit 20 MB. Mit Floppy Disk. 20 MB bedeutet, wenn ich heute ein Foto mache im RAW-Format, dann hat das Foto schon 20 MB. Also da würde heute praktisch ein Foto drauf passen, da wäre voll. Und mein damaliger Chef in Igersheim, der hat dann einen Computer gekauft mit 100 MB. Der hat 17.000 Mark gekostet. 100 Megabyte. Megabyte, ja. Ne? Damals war es so, 1990 kam gerade der Farbbildschirm auf. Also vorher gab es ja nur Schwarz-Weiß-Bildschirme. Ne? Ja, genau. Und 1990 kam dann gerade die ersten Farbbildschirme. Das war damals ein Traum, Farbbildschirm. Ne? Oder wenn ich dran denke, ich habe 1994 mein erstes Handy gekauft. Die Vorstellung damals, man könnte in der Öffentlichkeit draußen telefonieren, war bis dato unvorstellbar. Man hatte so einen Kasten hinten im Auto, ja, weil der so ein Telefon in der Front. Ich hatte das so. Und da musste man angeben, in welchem Quadrant man sich aufhält, damit die Zuleitung zugeordnet werden. Damals, das wissen ja viele auch nicht, gab es ja noch dieses Telefon mit der Drehscheibe, ne? Und die Telekom hat Kabel gehabt, 3 Meter, 6 Meter, 12 Meter. Und es war damals schon ein Luxus, wenn man 12 Meter sein Telefon auf dem Balkon tragen konnte. Ne? Also das ist, sind wunderbare Beispiele, wie sich in dem Laufe der letzten Jahre und der Jahrzehnte sich aber alles komplett verändert hat. Aber nicht das Finanzverhalten. Nicht das Finanzverhalten. Das ist etwas, was mich ein bisschen traurig macht oder auch schockiert, dass die Leute bei den Inflationstendenzen, die wir wahrscheinlich die nächsten Monate und Jahre immer schneller und immer mehr bekommen, durch das viele Geld, was im Moment in den Markt geworfen wird, sich aber die Renditen der Sparanlagen, und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, man hört jetzt über Wochen und Monate nichts mehr von Sparanlagen, von Rente, von Vermögensaufbau. Das wird einfach nicht mehr diskutiert. Warum? Weil es nicht en vogue ist und weil es nichts gibt. Das ist der Punkt. Ich meine, wir müssen immer damit rechnen, dass es irgendwann mal einen richtig großen Schlag tut. Ich will jetzt gar nicht von der Währungsreform reden, aber dass das Geld immer nichts mehr wert ist und dann stehen wieder alle da. Hätte man nie mitgerechnet. Wir haben ja mal über Gold auch gesprochen, dass man sich zu Hause so diese kleinen Goldblättchen, was denn, wie viel das sind, 400-500 Euro so mit. Ja, ne? Wenige Gramm. Ja, aber im Prinzip ist es ein Zahlungsmittel. Ne? Du kannst natürlich, immer. Einkaufen gehen. Ne? Und Gold kann nie null werden, ist auch klar. Wenn es mal kein Bargeld mehr gibt, weil die Banken einfach dicht machen, dann hast du mit diesem Gold, mit dem Goldbarren, kannst nicht zum Einkaufen gehen. Aber du kannst mit 500 Euro Wert von einem Goldstück sehr wohl einkaufen gehen. Du kannst tanken gehen, du kannst Essen kaufen. Ne? Mhm. Ich bin mir sicher, wenn du bei Aldi so ein Goldplättchen abgibst und den Wert fixierst, dass du dann dafür so lange einkaufen kannst, bis es verbraucht ist. Also die Idee ist in der Tat die, dass man sagt, ich mache das ja bei mir in Abständen immer wieder, ist das Portfolio, was wir so als Sparvolumen haben, noch aktuell, macht es Sinn, wie rentabel ist das? Man muss immer übersehen, die nächsten Jahre wird es immer
der große Megatrend in Richtung Sachwerte gehen. Richtig. Raus aus Geldwerten, ja, rein in Sachwerte, aber dann vernünftige. Genau, und wenn mal das Geld nichts mehr wert ist, dann zählen Sachwerte, dann zählen Immobilien, dann zählt Gold. Mhm. Das ist das, ich stelle gerne mal bei nächster Gelegenheit mal so ein, zwei Sachen vor, in Richtung Megatrends, weil die nächsten Megatrends, sagen wir mal im Infrastrukturbereich, die sind halt mal die nächsten 20, 30 Jahre auf der Titelseite aller, aller Staaten, und da wird sich auch dann insofern viel Positives verändern. Nur wenn ein Herr Söder sich zum Beispiel mal auf die, aufs Dach stellt von Solaranlagen, dann werden die ja wahrscheinlich von Solarfirmen betrieben. Und das heißt, wir sind wieder der Bürger, der das mitbezahlt. Ich tentiere oder versuche, die, was ich auch selber für mich und meine Familie die letzten Jahre immer wieder gemacht habe, mich selbst damit zu engagieren, damit ich an der Produktivität dieser, dieser Dinge beteiligt bin. Und ich muss sagen, es gibt nichts Sinnvolleres, als in Megatrends grundsätzlich zu interessieren, zu engagieren. Ich meine, dazu kommt ja noch die Leidensfähigkeit von uns Deutschen. Wir ertragen jahrelang, dass es keine Zinsen gibt, ja, und bewegen uns trotzdem nicht. Das Fazit für mich ist, man braucht heute umso mehr einen sehr guten, unabhängigen Finanzberater. Das schafft keine Bank, die sind nicht unabhängig, auch kein Versicherungsagent ist unabhängig, selbst die Makler, sagst du, ist schon schwierig. Ne? Mich hat ein bisschen, wie soll ich sagen, überrascht, dass die Produktlinie der Kapitalversicherungen die letzten ein, zwei Jahre zugelegt hat. Also von 82 Millionen auf 86 Millionen. Die normalen kapitalbildenden Lebensversicherungen? Ja, ja, ja. Immer noch? Ja, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wir haben jetzt über 10 Jahre keine Zinsen. Also 2008, 2009 keine Zinsen mehr. Das heißt, solche Produkte werden auch nicht mehr rentabel sein und können und auch werden. Und trotzdem nimmt die Produktschiene zu, was mich ungemein überrascht hat. Aber es zeigt natürlich auch, dass es Kollegen gibt oder geben muss vielleicht auch, die sagen, ich lebe ja von dieser Art von Produktangebot. Und ja, weil also in Deutschland ist noch nicht bekannt, dass es, wenn ich jetzt ein Autohaus hätte, wo alle Fahrzeuge drin sind, also wirklich vom Klapperrad bis zum Formel-1-Fahrzeug, dass es einen Berater gibt von der Qualität, der ein Klapprad anbieten kann, aber auch ein Porsche oder auch ein Formel-1-Fahrzeug. Während 97% oder 95% aller Berater nur diese untere Kategorie zwischen Klapprad und Kleinwagen anbieten dürfen, aufgrund der Qualifikation, weil es der Gesetzgeber vor 2013 bestimmt hat. Das heißt, bei dir kann ich auch einen Porsche kaufen. Bei mir kannst du ein Formel-1 oder ein Flugzeug kaufen. Und das ist ein Riesenunterschied, und das wird natürlich auch vom Staat nicht kommuniziert. Warum? Weil ja bei 86 Millionen Versicherungen, wo die hauptsächlich in Staatsanleihen investiert sind, der Staat natürlich schlecht beraten wäre zu sagen, ich mache mir doch nicht meine eigenen Produkte kaputt. Also ich habe den Mandanten immer klar gemacht, man muss das Risiko von der Sparform trennen. Ne? Lebensversicherung macht man ja in erster Linie, um das Todesfallrisiko abzusichern und gleichzeitig Kapital zu bilden. Ja? Es gab damals oder gibt immer noch diese Prämienunfallrückgewährversicherungen. Da bin ich gegen einen Unfall versichert und kriege angeblich meine Beiträge wieder zurück. Das stimmt überhaupt gar nicht. Sondern du kriegst eine minimale Verzinsung. Ja, und das war's. Also ja, man kriegt nicht Prämienunfallrückgewähr, heißt nicht, man kriegt am Schluss seine. Ja, das Argument natürlich, ich kriege am Ende mein Geld wieder oder habe am Ende für die Versicherung nichts bezahlt, klingt natürlich erstmal sehr, sehr gut. Klasse. Dass ich das 20-fache in die Versicherung reinzahle, in der Zeit, wo ich sie habe und eine andere Versicherung nur einen marginalen Betrag hätte und ich könnte den Rest zinslich anlegen, weil, ist natürlich nicht so. Und viele Handwerker, Hubert, die in Schwierigkeiten geraten sind, die hatten 20 Jahre lang eine Kapitallebensversicherung mit Geld angelegt, dann mussten sie die kündigen. Ne? Dann war plötzlich natürlich auch das Todesfallrisiko nicht mehr absichert. Nach 20 Jahren eine neue abzuschließen, kostet wieder ein ganz anderes. Also die wären gut bedient gewesen, sie hätten eine Risikolebensversicherung abgeschlossen und hätten ihr Geld lieber in Betrieb arbeiten. Also die Idee ist ganz einfach. In der aktuellen Zeit, und die wird nicht besser werden in den nächsten Jahren, einfach mal die Portfolios mal neu zu überprüfen, mal neu durchzudenken. Wenn einer sagt, ich habe ja schon diese Art von Absicherung, sagen wir mal die Kapitalversicherung, ja, dann weiß wahrscheinlich fast keiner, dass man die jederzeit ändern kann, kündigen kann, beitragsfrei stellen kann.
und sich lukrativeren Sparanlagen zuwenden kann. Weil eins ist klar, wenn jetzt diese Krise ein bisschen abebbt und der Normalzustand wieder erreicht wird, dann wird auch die normale Rente wieder im Fokus stehen, die Zusatzrente und die Vermögensanlage. Und da ist dann nichts mehr, ist dann in der Zeit nichts gemacht. Und dann sagen die Leute natürlich zum Teil, ja, ich bin jetzt sehr vorsichtig geworden, aber am Ende, wenn die Rechnung aufgemacht wird, wenn ich in die Rente gehen will und ich sehe heute, dann kriege ich nach 45 Jahren 1100 Euro Rente brutto. Ja. Ja, dann sagt mir eben, ich habe schon mal beim letzten Mal erzählt, eine Zahnarzthelferin, ja, dann bin ich Sozialfall. Sag ich, ja, genau, das sind sie. Aber sie haben heute die Chance, jederzeit etwas zu verbessern. Also ich kann auch nur empfehlen, der Hubert Henneberger ist einer von 4.000 bis 5.000. Sagen wir mal, unter 3% aller am Markt qualifizierten Berater. Höchstqualifiziertes. Weil die Zahl ändert sich ja ständig. Ja, höchstqualifiziertesten Berater. Das heißt, es gibt ein paar Tausend davon in Deutschland verteilt. Ja. Und so dass jeder in Deutschland sich jemanden suchen kann, der die Qualifikation suchen hat. Müsste. Ja, suchen müsste. Ja, und ja, sich dort ja, dann auch beraten ja, lassen kann. Kann ich nur empfehlen. Ne? Ja, ich meine, ich habe dir ja schon ein paar Strategien mal vorgestellt und du hast es ja auch schon kennengelernt und kannst dahinter schauen, was da eigentlich an Potenzial da steht. Und wenn ich heute in Nummer 1 Gesellschaften investiere, die seit 20 Jahren am Markt sind, und sagen, wir bieten dir aber eine Möglichkeit am Kapitalmarkt die nächsten 30 Jahre vernünftig oder die nächsten 2 Jahre vernünftig teilzuhaben. Weil viele sagen, ja, so weit kann ich gar nicht denken. Diese ganzen Sparformen gehen in der Regel fangen bei 2 Jahren an und mit der vernünftigen Verzinsung, die ich aber, und das sage ich mit allem Nachdruck, brauche. Ja. Und die Berater deines Kalibers, die man immer weniger holt, warum? Ja, es kommt jetzt noch was leider einiges auf uns zu. Es wird am Jahresende neu geregelt werden. Die BaFin übernimmt komplett die Regulierung der qualifizierten Berater und es wird wahrscheinlich auch relativ teuer für den Berater selber. Viele sind dann vom Alter her schon. Ja, viele sagen dann auch, ja, das ist es uns nicht mehr wert. Also diese Qualität der Berater wird abnehmen. Wird abnehmen. Trotzdem gibt es immer noch welche. Wir halten durch. Ne? Also aber lass uns das vielleicht mal in der näheren Zukunft immer wieder mal mit einzelnen Produktteams mal ein bisschen näher erläutern. Es ist einfach, was Spaß macht und was auch sicher macht. Und wo ich dann im Alter sagen kann, ja, jetzt stimmt meine Vermögensaufbaugeschichte. Ich kann ewig von dem leben, was ich aufgebaut habe und muss es nicht aufbrauchen. Weil wenn ich heute eine Nullverzinsung habe und habe 50.000 Euro auf Seite gelegt und habe anstelle von 1.800 netto vielleicht 1.000 an Rente und die muss ich dann noch versteuern, dann muss ich ja mein Erspartes im Laufe der Jahre aufbrauchen. Und jetzt habe ich wieder das kleine Problem der sogenannten Langlebigkeit. Das heißt, ich bin dann mit 70, 75 Jahren mit meinem Ersparten fertig. Und wenn ich da nichts mache, dann habe ich ein echtes Problem, weil dann kommt kein Zusatzeinkommen mehr dazu. Und dafür ist unsere Spezialität zu sagen, ändere jetzt die Sachen, dass da nichts mehr passiert. Dann ist man gezwungen, als Rentner noch einen 450-Euro-Job. Ja, es ist leider so und ich möchte wirklich vermeiden, dass meine Kunden, und Gott sei Dank nehmen die jeden Tag zu, sich darüber freuen können, wenn sie jeden Monat aufs Konto gucken und sagen, da ist wieder was schön, ein schöner Betrag draufgegangen. Dann bedanke ich mich bei dir wieder mal für das nette Gespräch. Und war schön, dass du heute wieder da warst und lass uns das ruhig fortsetzen. Machen. Für den Pfingsten bleiben Sie alle gesund und ein bisschen kürzer. So ist es. Und tschüss.